Willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben, hier in Orlans Taverne. Ich habe einen Wolfszahn ausgerüstet und ich habe sogar noch einen Wolfszahn. Dann behaupte ich jetzt einfach mal, der Wolfszahn ist meine Ersatzwaffe, mein zweiter Wolfszahn. Die Spitzhacke würde ich gerne behalten, das Wolfsmesser brauche ich ja nicht mehr. Das Zeug hier würde ich gerne alles behalten, könnte alles noch nützlich werden, genau wie auch diese Zaubersprüche. 5 Wolfsfälle kann ich, glaube ich, Bossbar bringen. Das interessiert mich. Die Triche könnten noch nützlich werden. Perle. Ja, kannst du haben hier. Silberschale. Die Flaschen brauche ich natürlich noch. Brocken kannst du haben. Einen Hammer kannst du haben. Einen behalte ich mal. Sicher ist sicher. Bisschen Erz. Brauche ich vielleicht auch noch irgendwann. Das ist doch alles nur Gerede. Oh, Moment. Ah, Moment, was habe ich denn hier gemacht? Das ist doch jetzt Unsinn. Ich glaube, Pech kann ich noch gebrauchen, oder? Zum Alchemie machen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Eine Zange nicht, Quarz, vielleicht auch. Bin ich mir gar nicht sicher, was ich alles brauchen werde für Alchemie nachher. Weiß ich gerade nicht. Ich schaue, was er noch so alles hat. Ring der Verteidigung, Schutz von Magie 5. Nö, passt. Gut, dann quatsch ich mal mit ihm, ne? So wie versprochen. Bilde ich mir das nur ein, oder starrst du meinen Ring an? Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Es ist ein Aquamarin. Schon mal einen gesehen? Ist das ja, das habe ich. Willkommen im Hauptquartier, Bruder des Rings. Hauptquartier? Was kann ich für dich tun? Hauptquartier? Ist das wirklich? Wow. Kennst du den Typ mit der Augenklappe? Ich habe ihn hier schon mal gesehen. Ein übler Bursche. Er hat sich damals mit einer riesigen Kiste in einem meiner Zimmer oben einquartiert. Die Miete für das Zimmer hat er nur bezahlt, wenn man ihn ständig danach gefragt hat. Und selbst dann hat er sich nur damit Zeit gelassen. Dann war er eines Tages einfach verschwunden. Seine Kiste auch. Ich will mit solchen Kerlen nichts zu schaffen haben. Ja, das kann ich verstehen, wenn er ihn nicht bezahlt. Welche Rüstung kannst du mir anbieten? Oder zumindest nicht gut. Ich habe hier ein sehr schönes Stück, das dir sicher gefallen wird. Ist das eine bessere Lederrüstung? 25, 20, 5. Na, die habe ich doch schon. Ich denke darüber nach. Wie du meinst. Aber warte nicht zu lange. Das wundert mich nicht. Die habe ich doch schon. Was kostet ein Zimmer? Was kostet ein Zimmer bei dir? Für einen Bruder des Rings? Gar nichts. Hier hast du den Schlüssel für die oberen Zimmer. Such dir eins aus. Das ist ja nett. Vielen Dank. Wie läuft deine Pinte? Es gab schon bessere Zeiten, weißt du? Yep. Der Geldbeutel hängt bei den Leuten nicht mehr so locker wie früher. Das ist ein sehr schönes Bild. Yo, Bauer. Das ist die Kiste von dem Typen, ne? Ich schätze mal, das wird nicht gerne gesehen. Was, da lässt sich nichts machen? Sag mir nicht, du hast das. Ist das der Hinterausgang oder ist da noch ein Ding nebenan? Weiß ich nicht. Komm, Aufnahmeende brauche ich nicht. Ich speichere derzeit so oft. Ich speichere so oft gerade. Man weiß gar nicht mehr. Ah, Wacholder. Ja, das ist wahrscheinlich die Truhe von dem Typen. Habe ich denn etwas anderes als Wacholder? Das kann doch nicht sein. Hast du vielleicht. Zeig mir deine. Klar, wie. Milch? Oder Wasser? Erzähl mir nichts, ich kenne es. Nimm mir Wasser. Ich bin jetzt mal so frech und taufe den Holder gegen Wasser aus. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Ich hab doch gesagt, der Typ bescheißt. Und wenn er Schnaps in der Truhe hat, in seiner Truhe, wie er noch ganz so offen gesagt hat, dann ist das bestimmt kein Zufall, dass er seine Trinkspiele ausführt und hält. Und keiner mehr mit ihm spielen will. Wahrscheinlich, weil er ständig gewinnt. Beziehungsweise, weil alle verlieren. Erzähl mir nicht, ich kenne sowas. Vermutlich, weil er bescheißt. So, was haben wir denn hier alles? Dietriche, ein Degen. Nee, ein Degen brauche ich nicht. Andererseits, hey, den kann ich verkaufen. Und ein Trank. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Finde ich ja interessant, dass da jemand so einen teuren Degen in einer nicht verschlossenen Truhe aufbewahrt. Obwohl nebendran eine verschließbare Truhe sich befindet. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Aber vom Klettern, oder? Naja, so ein bisschen.
Was haben wir hier hinten? Ja nicht, dass das alles ist. Ach, da hätte ich mir auch Wasser... Ist wahrscheinlich sogar schon genauso gedacht, oder? Dass man das Wasser da rein tut. So wie das aussieht. Sag mal, schläft hier hinten jemand oder was? Ist das so die Billigabsteige hier oben? Kein richtiges Zimmer, sondern Wolfsfell in irgendeiner dunklen Ecke. Gut, die Schlösser kriege ich nicht auf. Und die tote Harp hier hängt da mitten im Raum. Wie ist es weit entfernt? Mach mal zu. Ah, komm schon, mach mal zu. Das ist doch hier voll im Weg, diese Tür. Geht doch. Dankeschön. So, ich will hier gar nicht schlafen. Ich will mich hier nützlich machen. Ich will Leute kennenlernen. Wenn er das nicht sieht, und ich will auf jemanden wetten gegen den Typen. Ich lass mich für niemanden einspannen. Weder vom König noch von dem fetten Ona. Ich kämpfe nur für mich selbst. Finde ich gut. Willst du in einem Trinkspiel kämpfen für dich? Wir müssen unseren Teil an die Stadt abgeben. Tun wir es nicht, bekommen wir am Ende noch Ärger mit den Paladinen. Naja gut, dann musst du es aber nicht tun, sondern du tust es freiwillig, um keinen Ärger mit den Paladinen zu kriegen. Ruka... Du bist der, der das Trinkspiel abhalten möchte. Ich wundere mich aber gar nicht. Du bist also nicht jemand, den ich fragen könnte, ob er mitspielt. Und was ist das hier hinten? Ach, schau mal. Das ist tatsächlich einfach nur ein Ausgang. Ein Hinterausgang aus der Taverne. Okay. Ich dachte, da wäre vielleicht noch irgendjemand gewesen oder so. Da bin ich ja jetzt ein bisschen... unbefriedigt, weil ich niemanden gefunden habe direkt in der Kneipe, der gegen den Typen antreten will. Na gut. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Aber jetzt wieder rausgehen, fände ich irgendwie auch blöd. Deswegen werde ich mich jetzt mal in eins von diesen Betten hineinfläzen, gemütlich eine Nacht darin verbringen. Ich sagte, gemütlich eine Nacht darin verbringen. Dankeschön. Oh, Sumpfkraut, Aquamarin. Alles meins. Habe ich vorher mitgebracht. Dumm-di-dumm. Und ich schlafe bis zum nächsten Morgen. So. Einmal strecken. Und kann ich hier runter? Ja, kann ich. Sag mir nicht, dass wieder Ruka, der reinkommt. Hier gibt es niemand Neues, oder? Das hätte er auch selbst. Das sieht nicht so aus. Kommt hier vielleicht irgendjemand her tagsüber? Oder morgens oder so? Sieht auch nicht danach aus. Aller gut, dann werde ich mich jetzt halt mal auf den Weg machen zum Großbauern und so tun, als wollte ich Söldner werden und vielleicht bei der Gelegenheit auch für Greg die paar Dinge ausbuddeln. Ich weiß ja letzten Endes schon, warum ich es tue, nämlich um die Erfahrung abzustauben, die er mir gibt, wenn ich ihm die Sachen gebe. Da hinten ist jemand. Ich habe Angst, dass er mich angreift. Ich fühle mich so schwach. Ich habe Angst vor wilden NPCs. Ach ja, er meinte irgendwas von einem See mit zwei Wasserfällen, ne? Mit einer Insel. Was könnte das da drüben... Ja, da drüben sind zwei Wasserfälle. Ein Lurker. Gegen den komme ich bestimmt nicht an, oder? Aber gegen diese Blutfliege hier habe ich bestimmt eine Chance. Lurker? Nein, 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 nicht der Lurker. Nicht der Lurker. Ich habe keine Lust, gegen Lurker zu kämpfen. Oh, da ist ja noch einer da unten. Kriege ich auch nur eine von den Blutfliegen? Ja. Geht doch. Na komm. Na komm. Hey, die macht das gleiche wie diese blöden Goblins vorhin. Mich rumtänzeln. So. Kommt da die nächste? Moment. Ja, da kommt die nächste. Da ist nichts zu. Die war ja einfach. Jetzt habe ich gerade die Gefahr, dass der Lurker mich gleich angreift. Darauf habe ich keine Lust. Deswegen drehe ich mich noch um und laufe weg. Das tue ich gerade irgendwie sehr häufig in dem Spiel. Aber das ist ja irgendwie auch der Reiz von Gothic. War im Einser ja auch so, dass man da am Anfang wirklich ein Niemand ist, der nichts kann. Und sich halt langsam hocharbeiten muss. Oh, ein Lurker. Ups. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ich bin ja schon wieder weg. Boah, ist das laut. Gibt's hier vielleicht eine Höhle hinten dran? Hallo? Achso. Eine Steintafel. Aha. Und da hinten. Bei dem Wasserfall.
Na? Ist hier irgendwas? Okay, das sieht jetzt nicht danach aus. Hallo, ich würde gerne raus. Oh, ein Fisch. was ist hier los? Na jetzt. Ja, das Spiel spinnt manchmal ein bisschen. Ich will mich jetzt gar nicht mit dem Lurker hier anlegen. Der hat mich gerade nur zweimal getroffen und ich bin fast tot. Sag mal, was? Der kann im Wasser kämpfen. Ich dachte, niemand kann im Wasser kämpfen, auch Monster nicht. Ah, immerhin bin ich ihn los. Hier gibt es immerhin so Heildinger, die ich natürlich benutzen möchte für Tränke. Und ich brauche 75 Lebens. Und er folgt mir. Nein, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Schnell hoch. Schnell hoch. Uah, Wölfe. Uah, ein Keiler. Uah, Hilfe. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Niemand folgt mir. Sehr gut. Dann kann ich mich jetzt mal gemütlich heilen, hoffentlich, bevor ich mich mit denen da hinten unterhalte. Ich drehe mich mal eben um, nur für den Fall der Fälle. Dass da doch noch einer kommt. Warum habe ich gerade den Fisch gegessen? Das war ja blöd. Keine Ahnung, sag du es. Da muss ich auch Fischsuppe machen. Oh Mann. Ich hätte das anders gemacht. Ich würde gerne wieder stärker sein, so wie am Ende des ersten Teils. Das hat irgendwie mehr Spaß gemacht. So, einmal. Na komm, die 19. Nicht die 198, die 19. Ob das wohl ein Omen ist, ob ich genau 198 Spielstände haben werde am Ende. Hier brauchst du das nicht zu. Wen haben wir denn da? Kenne ich dich nicht irgendwo her? Yep, aus der Barriere. Schon möglich. Ich bin auf dem Weg zum Großbauern. So, so. Gefährlich siehst du mir ja nicht gerade aus. Dann kannst du mich ja auch durchlassen. Das eine oder andere Biest habe ich schon erledigt. Ha! Du hast wahrscheinlich die Käfer auf den Feldern geplättet und ein paar Ratten aus ihren Löchern gejagt. Yep. Wir haben es hier mit Orks zu tun. Naja, und mit den dreckigen Stadtwachen. Meinst du echte Orks? Die großen? Ich meine... Moment mal, willst du mich verarschen? Nein. Nichts liegt mir ferner. Du Wurm. Du willst es wohl wissen, hä? Nein. Dann zeig mir doch mal, was du drauf hast, du Held. Nein. War nur ein Scherz. War nur ein Scherz. Ja, ja, kneif ruhig den Schwanz ein. Mach, dass du wegkommst. Gegen ihn habe ich doch gar keine Chance. Was willst du, du Weichei? Ich will mehr über die Söldner und die Gegend hier rausfinden. Über die Gegend kann ich dir nicht viel erzählen. Da fragst du am besten die Bauern. Und was uns Söldner betrifft, wir haben eine ganz einfache Regel. Wer sich durchsetzen kann, der ist dabei. Aber was erzähle ich dir das, du Waschlappen? Ach, Menü, komm schon. Ich will mich den Söldnern anschließen. Du? Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals ein Feigling bei den Söldnern aufgenommen wurde. Ja, ich kann dich zum Duell fordern. Kannst du mir beibringen, besser zu kämpfen? Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Na gut, ich werde dir beibringen, was ich weiß. Dann hast du vielleicht sogar eine faire Chance gegen mich. Einhandwaffen, interessant. Nein, danke. Gut zu wissen, dass der mir was beibringen kann. Und wahrscheinlich werde ich ihn herausfordern müssen, um Söldner zu werden. Aber wenn ich verliere, werde ich mein ganzes Gold verlieren. Erzähl mir nicht. Da bin ich irgendwie nicht so geneigt, das zu tun. Deswegen will ich mal schauen, ob ich nicht eine bessere Rüstung oder Waffe oder beides finden kann. Und vielleicht noch ein bisschen Levels aufsteige, bevor ich mich mit dem anlege. Oh meine Güte! Da ist nichts zu. So ein Feldräuber ist ja schon deutlich stärker irgendwie Degen der Banditen. Moment. Ein Degen der Banditen. Da ist ein F drauf geritzt. Interessant. Fortuno? War das nicht ein Händler im oberen Viertel? Wow, das sind zwei. Nein, 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 gegen zwei habe ich keine Chance. Nein, 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 das wird nichts. Das wird nichts. Noch 70 Lebenspunkte, dann level ich. Erfahrungspunkte, nicht Lebenspunkte. Gut, was haben wir hier auf dem Feld? Steine.
Ganz viele Steine. Die bauen hier wohl Hinkelsteine an. Wo ist Obelix? Dem gefällt das doch bestimmt. Ach nee, das ist ein Steinkreis. Der hat auch wieder so einen Schalter. Ich fürchte, das ist für eine spätere Quest und ich habe keine Ahnung, was da passiert, wenn ich hier jetzt drücke, die Schalter alle. Deswegen lasse ich das mal lieber. Nicht, dass ich da irgendwie vielleicht einen übermächtigen Gegner in die Welt setze oder so, was weiß ich, keine Ahnung. Wenn es eine spätere Quest ist, eine spätere Aufgabe mit den Steinkreisen. Deswegen lasse ich das mal lieber mit den Knöpfen. Und schaue mich stattdessen hier noch ein bisschen bei den Bauern um. Letztendlich bin ich auch dafür da. Söldner werden heißt, mit den Bauern gut stellen, ne? Denn die Söldner beschützen die Bauern. Wie geht's? Du bist keiner von uns, nicht wahr? Na, noch nicht. Mach lieber, dass du hier wegkommst. Moment. Warum? Hier war es zwar früher nicht das Paradies, aber zumindest hatte man seine Ruhe, wenn man seine Arbeit für Seekop gemacht hat. Und heute? Aber in letzter Zeit ist es unerträglich geworden. Überall Banditen, Feldräuber zerstören die ganze Ernte und der Großbauer ist auch immer grausamer geworden. Hast du Angst vor dem Großbauern? Klar. Wenn dem Großbauer irgendjemand nicht passt, hetzt er seine Söldner auf ihn und kurze Zeit später ist man verschwunden. Also hält man hier besser die Klappe. Das klingt ja irgendwie viel besser als beim König. Sollten sich die Söldner nicht um die Feldräuber kümmern? Ich weiß nicht, wofür sie bezahlt werden, aber sicher nicht, um uns kleinen Leuten zu helfen. Das Feldräuberproblem ist Sache der kleinen Bauern, die die Felder bei ihm gepachtet haben. Wie schützt ihr euch vor den Banditen? Gar nicht. Wir laufen weg. Was sonst? Vielleicht von den Söldnern verteidigen lassen? Lass dich nicht unterkriegen. Nicht so einfach, wenn man für Seekop den Menschenschinder arbeitet. Meine Güte. Aber Seekop ist ja nicht der Großbauer, ne? Das war doch Ona. Ist das dann hier vielleicht Seekops Bauernhof und nicht Onas? Na, wo wollen wir denn hin? Bist du hier der Oberaufseher? Ich geb dir gleich ein paar hinter die Ohren, du Bengel. Okay. Wenn du auf meinem Land entlang spazieren willst, kostet dich das 5 Goldmünzen, wenn du keine Prügel kassieren willst. Warte mal. Bist du der Bauer? Dein Land? Bist du hier der Bauer? Na, das will ich meinen. Oder meinst du etwa, sonst würde ich dir Wegzoll abknöpfen? Ja. Von mir aus kannst du die anderen ja mal nach mir fragen. Nein. Vergiss es. Von mir kriegst du gar nichts. Dann muss ich dir jetzt leider den Arsch versohlen. Na komm her, ich hab ne Rüstung. Kannst es ja mal versuchen. Na dann. Immer schön blocken, ne? Nein! Na, immerhin hast du wenigstens Gold dabei. Hast du mir jetzt all mein Gold abgenommen? Deine Waffe nehme ich mal mit. Und meine Waffe. Oh Mann. Gegen den habe ich irgendwie keine Chance. Ach, Menü, das ärgert mich jetzt. Aber ich sehe es gerade nicht ein, mein komplettes Gold zu verlieren. Ich schätze mal, von dem muss ich mich noch ein bisschen fernhalten. Oder ich sollte mein Gold bezahlen, falls ich ihn erwische oder so. Weiß ich nicht. Ah, das ist ja böse. Och nö, jetzt bin ich ja wieder hier. Na gut. Dann stelle ich das Ganze mal eben nach. Oh, von wegen nachstellen. Klappt ja super. So. Wollte gerade sagen, ich stelle das Ganze mal eben nach und wir sehen uns dann kurz vor Bronco, den ich dann nicht ansprechen werde, in den nächsten Folgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.